Ja, wir sind 19. und 20. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Und es gibt dafür halt auch schon Pünktchen. Ja, die ersten waren sogar schon in der Box, sehen wir gerade. Hier, die sind von... Ja, die haben natürlich sich jetzt wieder die Weichen geholt, die Reifen geholt, ganz klar. Ich hoffe, es hat so verdammt guten Grund, dass ich immer noch... ja, wir reagieren. Wir holen jetzt den ersten rein und sagen ganz klar, du fährst jetzt auf diesen Reifen. Reparieren brauchen wir nichts. Wir machen ausgewogen. 10% Risiko ist sehr hoch. Und dann kommt der erste rein. Und der andere darf weiterfahren. Sehr schön, ist raus. Hat natürlich freie Bahn. Aber man hofft natürlich, jetzt da den richtigen Griff zu machen. Und der kommt jetzt rein und kriegt die gleichen Reifen. Ist vielleicht auch nicht das Richtige. Vielleicht muss man auch da mehr Risiko gehen. Man weiß es nicht. Ja, wir gucken mal, was Gomez macht. Weil Gomez ist jetzt der entscheidende Faktor. Benzin ist ein Plusziel, das ist schon mal gut. Und er soll ruhig ein bisschen härter pushen gerade. Dass er da möglichst viel profitiert. Früher in die Box gekommen zu sein. Ja, und jetzt werden alle anderen... Ja, es fahren eigentlich jetzt alle rein. So, wir gucken mal. Gomez kommt. Ja, und Gomez wird ein paar holen. Ja, den hätte er eigentlich auch noch haben müssen, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, sehr gut. Also, sie sind, ja, immer noch unter der Zielvorgabe, aber, ja gut, wirklich gebracht hat uns das leider nichts. Das muss man jetzt sagen. Und es wundert mich, dass Westi nicht reingefahren ist. Führt zwar das Rennen an, aber verliert natürlich jetzt. Müsste jetzt in die Box kommen, fährt auch rein. Aber der ist natürlich jetzt erstmal der große Verlierer in der ersten Runde. Und jetzt ist die Frage, können alle durchfahren oder nicht? De facto haben wir die langsameren Reifen genommen. Die sind langsamer, aber mit denen können wir vielleicht durchfahren. Das weiß man nicht, vielleicht hätten wir es auch splitten sollen. Das ist jetzt ein bisschen doof gewesen. Ah, Westi ist immer noch vor Eriksen und Schumacher. Also immer noch in der idealen Ausgangslage. Und wir müssen mal gucken. 20. Platz, ein Platz von dem erhofften Ziel weg, um die Sponsorenmillionen zu kriegen. Naja, Millionen nicht, aber es sind über 200.000. 215.000. Ein Platz müssen wir mit Gomez gewinnen. Als Gomez früher reingekommen ist, hat sich dann ja fast schon gelohnt. Wie gesagt, ein bisschen ärgerlich ist, dass er da nicht noch mehr Profit rausschlagen konnte. De facto wird Gomez natürlich mittelfristig gewinnen, wenn die Reifen von den anderen nachlassen. Er muss jetzt erstmal nur mitfahren. Und da müssen wir mal gucken, ob die Reifen vielleicht nicht sogar durchhalten und ob es komplett trocken bleibt. Das ist ja... Ne, es wird nochmal nass. Es wird nochmal nass werden. Also vielleicht ist das sogar ganz gut, dass wir die Reifen gewählt haben. Reifen sind auch in gutem Zustand. Temperaturfenster ist optimal. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, du hängst fest. Dann wird es mal Zeit, dass du auch attackierst. Also wie gesagt, hinterherfahren ist das eine, aber auch mal überholen, was ganz anderes. Ja, und Roy ist letzter. Verschor ist zweiter, muss man überlegen. Der war 24. Also diese eine Runde eher in der Box hat sich richtig gelohnt für ihn. Also der hat richtig Boden gut gemacht. Ja, versucht zu überholen, aber das ist ja nicht mal ein Ansatz zu erkennen. Ja, der vor uns hat leider die gleichen Reifen wie wir, muss man sagen.
Im Übrigen, wer sich fragt, was das hier ist, das ist die 2D-Ansicht. Die würde dann so aussehen. Finde ich ein bisschen langweilig. Darum wählen wir natürlich 3D. Vielleicht müssten wir ein bisschen Benzin freigeben oder so. Ich weiß es nicht. Denn strategisch scheint es ja so nicht voranzugehen. Es ist ein munteres Hin- und Herfahren oder Hinterherfahren. Schöne bunte Ecke hier übrigens mit den Bäumen, finde ich. Sehr schön gestaltet, liebevoll diese Strecke. So, wir gucken mal. Ah, die fahren alle in etwa gleich. Gelb, gelb. Safety Car kommt. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Es wird natürlich nass werden noch. Die Frage ist... Ich glaube, du hast eine zu gute Position, mein Freund. Dich lasse ich... Aber dich hole ich rein und du wirst einfach mal frische... Wir versuchen es. Müssen wir irgendwas reparieren? Wir haben Zeit, es ist Safety Car. Komm, wir reparieren 80 Sekunden. Wir machen das mal. Einfach mal, wie wir es können. Und dann sollte es keine Probleme geben. Viele fahren jetzt natürlich in die Box, ganz klar. Und wir müssen was versuchen. Wir müssen ein bisschen was anderes wagen. Die Reparatur wäre nicht nötig gewesen, aber er wäre eh letzter geworden. Also spielt es keine Rolle. So, Reifen sind gewechselt und die Reparaturen, alles muss einzeln erfolgen. So, jetzt werden die Bremsen gewechselt. Dauert natürlich ewig. Und ich hoffe, er kommt raus, bevor die anderen kommen. Der erste ist schon da. Das kann ja nicht sein. Kann ich das nicht abbrechen? Ich will nicht mehr wechseln. Ich glaube, wir haben uns verzockt. Oh, das wird eng. Hier kommt das Safety Car. Der erste ist nämlich auch in der Box. Ja, also wären wir fast überrundet worden. Haben wir Glück gehabt. Und Anthony ist... Gomez ist 19. Naja, wir müssen mal schauen. So, und dann lassen wir ihn mal fahren. Er müsste an Safety Car vorbei dürfen. Entweder ist es der ganz große Wurf oder halt nicht. Man weiß es nicht. Irgendwas mussten wir riskieren. Und die Reparatur war zur Sicherheit. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen, weiß man nicht. So, und jetzt heißt es wirklich aufholen. Die anderen müssen sich hinter den Safety Car sammeln natürlich. Wie gesagt, der Rückstand ist riesig. Eine Runde noch Safety Car. Wir gucken mal, 110 Sekunden noch, der Rückstand. Warum darf er nicht schneller fahren? Ist ja auch nicht logisch. Safety Car kommt in die Garage. Alle sind eingereiht. Ja, er muss rankommen. Also wenn er nicht rankommt, war der Stopp für die Cuts. Und wir hätten wahrscheinlich auch Benzin sparen können. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir gucken mal. Entschuldigung. Ne, er sollte aber an Safety Car rankommen. Das sollte passen. Aber wir haben wenigstens alles repariert. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Aber eigentlich sollte sich das ausgehen. Wie gesagt, es war einfach nur Sicherheit, weil ich wusste, wir haben eigentlich Zeit. Ich habe jetzt nicht auf die Rundenzeit geachtet. Wir gucken mal. Da sind die alle. Unter 100 Sekunden. So, 90 Sekunden noch. Das Safety Car könnte noch langsamer machen. Meinetwegen.
Ah, ich glaube, es geht sich nicht ganz aus. Schade eigentlich. Zu viel gewechselt. Andererseits, es wird sehr eng. Wir gucken mal. Ja, 50 Sekunden ist immer noch ein riesen Rückstand natürlich. Ja, wir kommen fast dran. 40 Sekunden. Da sind die noch alle sehr langsam. Es geht sich nicht ganz aus. Es geht sich nicht ganz aus. Jetzt ist wieder Attacke und der Rückstand ist doch schon groß. Es sind 4 oder 5 Sekunden. Und wie gesagt, jetzt geht es einfach nur darum, pushen, 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 push hard now. Ja, der Kollege kommt auch nicht vorbei. Ja, Gomez ist irgendwie ein bisschen gefangen, aber Anthony kommt auch näher, muss man auch sagen. Man merkt da richtig, dass der Druck machen kann. So, wir haben ein bisschen Benzinüberschuss. Vielleicht hilft das. 18. Platz. Und Anthony kommt doch deutlich näher. Also die frischen Reifen bringen schon was. 23 Runden noch. Und Anthony braucht noch 1 oder 2 Runden, dann ist er dran. So. Weiter geht's hier in der Attacke. Und Anthony muss dran sein für den Fall des Boxenstopps gleich. Ist schon sehr wichtig. Aber ich sehe auch schon auf dem Radar und es fängt an zu regnen. Jetzt die Frage, wann kommt wer? Wann kommt wer? Die große Frage, eine Runde zu spät und man verliert so viel Zeit. Eine Runde zu früh und die Reifen sind kaputt. Und wir gucken mal. Anthony fährt 1,29,5. 1,29,1 sogar. So, und wir sparen uns jetzt hier ein bisschen Benzin. Wahrscheinlich sollten wir das gar nicht sparen. Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie gesagt, eine Runde zu früh und du bist der Verlierer. Und ich würde sagen, diese Runde ist es noch zu früh. Und Anthony ist hinten dran. Jetzt sehen wir es hier ganz deutlich. Der hat wahrscheinlich mit seinen Reifen jetzt sogar einen riesen Vorteil gegenüber den anderen. Und es ist noch immer zu früh, um reinzukommen. So, nächste Runde ist es dann soweit. Er bekommt Intermediates. Er kann sich nicht reparieren lassen und muss es wagen. Und Anthony ist zu nah dran. Wir können nicht beide reinholen. Ja, was wollen wir machen? Beide warten lassen oder... wir müssen halt auch ein bisschen Risiken eingehen. Es ist echt doof. Ja, komm, krieg's auch Intermediates. Was wollen wir machen? Ja, da wird er warten müssen. Denn Gomez ist natürlich vorne zuerst dran.